Hallo auf meinem Kanal. In dieser kleinen Videoreihe erkläre ich dir das Modul Tonwert-Equalizer. In der ersten beiden Teile ging es um die Erklärungen zum Modul und um die Arbeits- bzw. Funktionsweise. Und hier jetzt im dritten und letzten Teil dieser Miniserie zeige ich dir konkrete Anwendungsbeispiele. Wahrscheinlich hast du es dir aber schon gedacht, die Anwendungsmöglichkeit von diesem Modul Tonwert-Equalizer, dem selektive Verändern der Helligkeit im Bild, kann man auch mit Abwedeln und Nachbelichten beschreiben. Oder einfach ausgedrückt Dodge and Burn. Um diese Funktion geht es in diesem Modul. Und wie ich bereits in den ersten beiden Videos auch immer wieder erwähnt habe, kann man das natürlich auch mit dem Belichtungsmodul reproduzieren. Man benötigt dafür eben mehrere Instanzen mit parametrischer Maske. Allerdings ist eben das Modul Tonwert-Equalizer schneller und einfacher zu nutzen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und dass es echt kein Hexenwerk ist, das zeige ich jetzt an zwei verschiedene Beispiele. Das erste Bild hier, das ist immer noch das gleiche wie in den ersten beiden Videos. Hatte ich schon gesagt, es ist nicht von mir. In der Videobeschreibung steht drin, wo ich das runtergeladen habe, da ist der Link dazu. Dieses Bild habe ich jetzt einfach nur mal in die Dunkelkammer geladen und jetzt machen wir einfach mal eine ganz schnelle, einfache Bearbeitung. Ich fange an mit dem Weißabgleich, hier über die Farbkalibrierung. So, da ist vielleicht etwas kühler. So vielleicht. Dann die Belichtung. So, mal ein Stück heller. So, filmig. Setzt man die einfach die Automatik rein und bisschen Kontrast. Und dann über die Farbbalance einfach ein bisschen Farbigkeit ins Bild. Gehen wir ein kleines bisschen zurück. So, das wäre jetzt mal so die Grundbearbeitung. Was ich jetzt machen möchte, ist diese helle Bereiche vielleicht etwas abdunkeln und eben auch den Hintergrund allein abdunkeln. Dazu schalte ich den Tonwert-Equalizer mal an. Schauen wir mal die Verteilung von der Helligkeit hier an und passt die Maskierung etwas an. Also ich möchte diesen Bereich hier einfach breiter machen. Ja, ich setze es mal zurück. Nehmen wir den Zauberstab hier. So, und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, es dürfte hier noch etwas nach rechts, weil ich möchte ja auch in der helle Bereiche arbeiten. Also schauen wir einfach mal, wie man das weiter nach rechts geschoben kriegt. Falsche Richtung. Da wird es komplett wieder kleiner. So hätte ich das jetzt einfach mal gelassen. Und jetzt gehe ich einfach her mit der Maus hier drauf. Sage, dieser Bereich hier, den möchte ich jetzt einfach ein bisschen dunkler machen. Ja, das ist alles so das Gleiche. Hier auf der Nase vielleicht noch. Und hier im Hintergrund, den möchte ich auch dunkler machen. So, als Beispiel. Schalten wir den mal aus. Wieder an. Ja, es ist doch ein Unterschied. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell ich damit war, wenn ich diese Funktion machen wollte mit dem Belichtungsmodul, mit parametrischer Maske, dann wäre ich da im Prinzip immer noch dran. Okay, das wäre das erste Beispiel. Ich wechsle das Bild und dann zeige ich dir das an einem zweiten Beispiel nochmal. So, da sind wir wieder. Hier wäre jetzt das zweite Beispielbild.
Das hier ist von mir selber, das habe ich vor 2 oder 3 Jahren bei uns am Bodensee mal aufgenommen. Und machen wir auch zuerst eine kurze Belichtung, eine kurze Bearbeitung. So. Filmisch auch einfach die Automatik. Etwas mehr Kontrast. So. Und über Farbbalance RGB etwas mehr Farbigkeit. So. Und dass man jetzt eben Dodge and Burn auch in der Landschaftsfotografie nutzen kann, das möchte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle zeigen. Was ich machen möchte ist, ich möchte den Blick mehr auf diese Schaukel lenken. Dieser Bereich hier oben ist schon dunkel. Jetzt möchte ich also versuchen, diese Teile hier auch dunkler zu machen und die Mitte heller. Ja, schalten wir das mal an. Gucken uns das mal an. Das ist schon auf der rechten Seite angeschlagen, beziehungsweise da sind schon abgeschnittene Teile. Gucken wir einfach mal. Die größte Arbeit ist eigentlich diese geführte Maske ordentlich hinzubekommen. Das geht aber mit der Zeit immer einfacher. Ja, das ist einfach wirklich nur ausprobieren. So, ich würde es jetzt so mal versuchen. Ich bleibe bewusst etwas in der Mitte, weil ganz weiße Bereiche, also hier im Himmel wollte ich jetzt eigentlich nichts machen. Das wird wohl so schon reichen. Jetzt gehe ich einfach mal her und guck mal, ob man die hier noch dunkler kriege. So. So. Und das hier hellen wir einfach mal auf. So in etwa. Tipp das so aus. Dann. Natürlich könnte ich jetzt hier mit einer Vignette arbeiten oder ich kann auch mit einem Belichtungsmodul die Ränder abdunkeln. Aber es geht halt wirklich schneller. Und wenn man jetzt irgendwie ein Bild hat, wo wirklich nur kleine Bereiche, wo man die aufhellen möchte, oder wenn man gegen die Sonne zum Beispiel fotografiert und man hat dann Schattenbereiche, die man aufhellen möchte, geht es wirklich viel einfacher, wie wenn man anfängt, mit mehreren parametrischen Masken zu arbeiten. Versuch's einfach mal selbst und ja, ich hoffe, du kommst mit diesem Modul klar. Das soll es dann eigentlich auch zum Thema Tonwert-Equalizer gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du mir damit deine Zeit geschenkt hast. Wie gesagt, ich hoffe, du kannst mit diesen Erklärungen was anfangen und dieses Modul hilft dir bei der Arbeit mit Darktable weiter. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit, weiterhin viel Spaß mit Darktable. Bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.